Welchen heißen Tipp habt ihr für Erstsemester, die gerade ihr Studium in Esslingen begonnen haben? Ich erinnere mich gerne wieder zurück an die Zeit, das war echt cool damals. Und der Tipp, wo ich auf jeden Fall euch geben kann, ist, dass ihr euch relativ schnell, und zwar gleich am ersten Tag eigentlich, versucht, in Gruppen zusammenzuschließen, also zumindest mal eine große WhatsApp-Gruppe zu machen von eurem ganzen Studiengang, um einfach schnell und einfach zu kommunizieren. Weil es gibt immer Sachen, die man selber nicht mitkriegt, vor allem wenn alles neu ist am Anfang, wenn man aus der Schule, aus der etwas geführteren Schule rauskommt und dann in eine Hochschule reinkommt, die man selber nicht mitkriegt, die ein anderer mitkriegt. Deshalb auf jeden Fall schließt euch in Gruppen zusammen, damit seid ihr immer stärker und erfolgreicher als alleine. Und nicht nur abseits vom Studium bringen die Gruppen was, auch beim Lernen macht es absolut Sinn. Also Teamwork makes the dream work. Passt auch hier absolut, wenn einer Probleme hat bei der dritten Ableitung, aber dafür in Buchhaltung relativ gut ist, dann hilft man sich immer gegenseitig und es macht absolut Sinn, seine Sachen zu teilen, den anderen zu helfen, weil genau so wird einem auch selbst geholfen. Also da ein bisschen wegdenken von dem, ich mache mein eigenes Ding, sondern ja, gemeinsam macht man den Abschluss am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.